Und damit herzlich willkommen zu den Patch Notes zum Update 1.1.7.0 für Vault and Lords of Mayhem. Dieser Content-Patch trägt den Namen Endgame und bringt eine Reihe Neuerungen mit sich. Wie immer gibt es kurz und kompakt das Wichtigste rund um dieses Update, denn ich hatte ja schon öfter über dieses Update gesprochen. Videos verlinke ich euch entsprechend dazu nochmal in der Infobox, sodass ich heute nur noch auf die wichtigsten Dinge eingehe, die ich noch nicht erwähnt hatte. Das Endgame-Update gibt es ab heute für den PC und morgen ab dem 15.03.2023 natürlich auch zeitgleich mit dem Release für die Konsolen. Im Patch enthalten sind unter anderem der lang ersehnte Akt 4, eine neue Endgame-Schleife, neue Endspielmechanik, neue Gegner, neue Skills, neue Unique-Items, der massive Balance-Patch, über den ich ja schon berichtet hatte, sowie natürlich noch einige Quality-of-Life-Verbesserungen. Schauen wir uns nun mal die wichtigsten Dinge im Detail an. Als erstes, wie erwähnt, gibt es zwei neue Skills. Zum einen den Iosonischen Regen, wo ihr einen Kugelregen in gerader Linie vor euch kanalisiert mit verschiedenen Schadensformen, und das unausweichliche Gefecht. Hier beschwört ihr eine Anzahl von Alastor-Schützen, die sich hinter euch teleportieren und von dort auf den anvisierten Ort schießen. Wir werden uns die Skills natürlich auch mal anschauen. Die Zweihandwaffen wurden verbessert, weil sie von vielen Spielern nicht genutzt wurden, aufgrund des zu schwachen Schadens, und hier wurde nun der Bonusschaden erhöht, um diese Waffengattung interessanter zu machen. Der Bonusschaden richtet sich natürlich immer an das Level dieses Items. Der Balance-Patch überarbeitet alle Fähigkeiten, Modifikatoren sowie den Pforte der Schicksale-Skillbaum, um eine größere Vielfalt an Builds zu ermöglichen. Dem Spiel wurden über 20 neue große und kleine Gegner hinzugefügt. Der Händler Mohabi sollte nun bessere Ausrüstung verkaufen als vorher, und einzigartige Gegenstände können nun mit Edelsteinfassungen fallen gelassen werden, damit ihr diese auch sockeln könnt. Ebenso wurden alte einzigartige Gegenstände nochmal etwas verbessert, um sie den neuen anzupassen. Des Weiteren gibt es ein kosmetisches Set, das ihr freischalten könnt. Der Champion von Sturmfall-Modus, den ihr wieder freischalten müsst nach Absolvierung des vierten Aktes, wurde ebenso angepasst. Gegner haben zum Beispiel eine höhere Stufe und es gibt nun sogenannte Flüche und Segen, die das Endgame nun beeinflussen, im positiven wie auch im negativen Sinne. Der Städtebau hat ebenso eine Überarbeitung bekommen, dazu gab es schon ein Video von mir. Und das sind die groben Inhalte dieses Updates, und ich finde, für ein kostenfreies Update ist das schon eine ganze Menge. Wir schauen uns das Ganze natürlich auch nochmal an, und für die kompletten Patch Notes gibt es wie gewohnt nochmal den Link in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat diese Zusammenfassung wieder gefallen. Wenn ja, drückt bitte den Daumen nach oben fürs Video, lasst ein Abo dafür meinen Kanal und aktiviert die Glocke dazu, damit ihr keines der nächsten Videos mehr verpasst. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Update und sage wieder danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao ciao.